Servus Leute und willkommen zurück zu Transport Fever. So, wir sind hier in Wien. Das sieht man schon. In Wien geht es so richtig zur Sache. Halt, da sieht man unseren Ladebahnhof und so weiter und so fort. Vorerst einmal Entschuldigung, dass gestern kein Bad kam. Das hatte den Grund gehabt, dass ich nicht dazu zum Aufnehmen gekommen bin. Und deswegen nochmal sorry dafür. Und es ist so, ich beantworte eure Fragen gerade ein bisschen so nebenbei nur immer. Halt alle 2 Wochen oder sowas. Halt eure Kommentare. Aber ich lese sie natürlich gleich immer und werde natürlich auch auf diese Dinge immer wieder im Let's Play und so weiter eingehen. Und da gibt es halt immer manchmal so Dinge, wo so fordernde Kommentare, wo ich sage, ja, mache ich gerne. Aber lasst mal bitte ein bisschen Zeit, immer mit dem durchzusetzen. Das kann nicht immer sofort der Fall sein, dass ich was durchmache oder so mache, wie das ist. Ein großer Kommentar, was ihr mir eigentlich jetzt nachher aufgefallen ist, auch, ist, dass wir hier in Wien eigentlich ein ziemlich dämliches Güterverteilsystem haben. Wir haben hier, ja, wenn wir jetzt gehen auf die Straße, ja, mit den, kurz nochmal zur Auflösung, wir werden jetzt einfach mal mit den 2K-Auflösung weiterspielen. Es ist machbar, es ist halbwegs lesbar, auch in dem Bad, wenn man so auf Vollbild schaut und so weiter und so fort. Es ist zwar klein, aber es geht, sagen wir so. Und deswegen werde ich das mal so weitermachen. Und ja, was meine ich jetzt mit System? Wir haben ja unser komisches, unser rotes Wien-Gütesystem. Das macht Minus. Das Dumme bei dem System ist eigentlich, dass wir diese Güter ja eigentlich fast alle hierher bekommen. Zu der einen Verteilstation und dann fährt der LKW zack, 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 bis daher, ladet da ab. Hat vielleicht da schon gar keine Güter mehr, muss aber den ganzen Weg im Endeffekt durch die ganze Stadt durchziehen. Und somit meiner Meinung nach ein bisschen unnötig weit unterwegs ist. Ich glaube, dass es was sinnvoller wäre, wenn wir zu jeder Station von der Hauptstation, das wird unsere Hauptstation, weil das halt sozusagen der Bahnhof ist, und da hätte ich gesagt, da machen die Hauptstation hierher, wenn ich eigentlich sozusagen nur ohne halt sozusagen einen Weg mache, halt sag, von du fährst bis da, du fährst von da bis da und jeweils so, keine Ahnung, 2, 3 LKW oder sowas rein oder 5 LKW. Ich glaube, dann würde sich einfach ergeben, dass das Ganze ein bisschen besser aufgeteilt ist. Und wir sehen da auch schon, es staut in Wien schon so extrem, wir müssen da irgendwie versuchen, in Zukunft ein bisschen was mit dem Verkehr zu machen. Was wir ganz genau machen können, kann ich noch nicht sagen, das werden wir erst mit der Zeit sehen. Genauso das nächste ist, wir sollen vom Ole, der kommt eigentlich fast unter alle so 2, 3 Parts, wir sollen endlich nun von Prag hier herunten, bis nach, die ganze Strecke da entlang, bis nach, ja genau, bis nach Klagenfurt eine Linie durchziehen. Das sozusagen nicht, dass immer so nur so Teilstrecken sind, Graz-Klagenfurt, Graz-Linz, Linz-Wien, Wien-Prag, sondern dass das eher sozusagen Prag-Wien sozusagen eine Strecke durchgehend ist. Das will ich umsetzen zwar, aber nur nicht sofort, weil das wird kommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das die sinnvollste Methode ist oder ob es da noch was Besseres geben würde. Aber wir wollen es auf jeden Fall durchsetzen. So, ich weiß gar nicht, wo ich im letzten Part stehen geblieben bin. Wir haben Linz neu gebaut, das weiß ich noch. Haben hier die Mörderstrecke hier rauf gebaut. Ich weiß gar nicht, da fahren die Züge schon wieder. Genau, das ist die Strecke, die ist jetzt sozusagen neu gemacht worden. Und eigentlich geht es jetzt nachher darum, um Wien. Eigentlich wäre es sinnvoll, dass wir jetzt Wien neu machen, halt sozusagen von Wien hinauf zu bis Linz die Strecke hier irgendwie neu ziehen. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, wie wir die machen. Direkt wird ein bisschen ein Problem sein. Obwohl, wir könnten eigentlich sozusagen dadurch, dass da, ich weiß, dass da ein Berg ist, wenn ich mich nicht täusche, genau, da ist ein Berg. Wenn wir da so Wien-Linz verbinden. Ich will zuerst einmal die Strecke sozusagen optimieren und dann erst sozusagen alles einsetzen. Jetzt ist die Frage, wir können da sowieso nicht viel mit dem Winkel her machen. Das bedeutet, eigentlich reicht es, wenn wir hier sozusagen irgendwo nachher rausgehen. Wir werden das einmal angehen, wir werden da mal machen, dass ich aber nicht zu langsam bin. Weil gleich sozusagen die Strecke. Wieso kann ich das nicht machen? Wieso schreibt man der da gerade Bau nicht möglich?
Okay, das ist vielleicht, weil da eine Weiche ist, ganz genau. Jetzt muss ich noch mal überlegen, wo gehe ich am besten raus. Viel später, ich darf aber nicht viel später. Vielleicht kann ich da hinten schon so rausgehen. Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, können wir gleich. So wäre es, glaube ich, optimal. Jetzt ist nur die Frage, warum das nicht möglich ist. Entweder wir reißen gleich einmal ab und probieren das einmal durchzusetzen, weil im Endeffekt sind es ja nur die zwei Gleise und es wird sich nichts ändern, grob genommen. Ich würde gerne zwar auf dem Gleis das so belassen und nicht abreißen wollen. Warte mal, was ist, wenn wir die eine Strecke mal hier retour und dann erst nachträglich die andere machen? So, wir stoppen das einfach einmal ganz kurz, machen da eine kurze Abrisspartie. Und ich würde fast sagen, wir reißen. Schauen, dass wir den Zug ein bisschen in die Station reinbekommen. Reißen da ein bisschen so einmal ab. So, das reicht einmal. Und das Ganze machen wir auch noch auf dem linken Gleis oben. Ich will nachher die Züge sozusagen dazu bringen, dass sie einen Teil von der alten Strecke benutzen und einen Teil von der neuen Strecke nachher. Halt einen eingleisigen einmal zuerst bauen. So, Oberleitung, ja, das ist klar. So, und jetzt probieren wir das einfach zu sagen. Der wird uns eklig sagen: Tunnel, 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 bla, bla, bla. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir in Wien hineinkommen. Ja. Das ist das Einzige, was mich nervt schon bei unserem riesigen Komplex, was wir hier haben. Es fängt einfach mit der Zeit schon ziemlich ins Lecken an beim Bauen. So, schauen wir sich kurz die Strecke an. Die würde 300, würde da passen. Wieso hat er da Probleme? Der hat hier Probleme mit den einen Brückenpfeiler. Wäre kein Problem, könnte man einfach abreißen. Sonst dort oben hat es Probleme mit. Und das wäre jetzt geil, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, okay, passt. Ich tue da jetzt sozusagen irgendwie Terraforming machen, dass das sozusagen irgendwie passt. Aber er will das irgendwie nicht. Weil wir müssen uns hier irgendwo den Punkt einmal setzen, dass ich sage, ich gehe hier in den Tunnel hinein. Beziehungsweise am besten wäre, wo der Tunnel aus ist. Da ist der Tunnel noch immer. Der Tunnel hört eigentlich hier auf. Das bedeutet bis hierher. Wir nehmen uns einfach diesen Brückenpfeiler hier als Grenzpunkt. Und werden einfach hier sozusagen die Linie herziehen. Probieren wir das aus, ob das funktioniert. Und dann werden wir erst die Brücke abreißen. So, wo ist jetzt die Brücke? Und das Schlimme ist, welcher scheiß Brückenpfeiler war das jetzt? Verdammter Dreck. Wir müssen noch mal kurz anschauen, das Ganze. Und wir müssen das irgendwie zählen. Also wir haben den 1, 2, 3, vierten Brückenpfeiler von der Strecke hier weg. Noch einmal das Ganze setzen. Dann sollte das auch funktionieren. Bin fast zur Überlegung noch, die letzten 2 Meter da auch noch abzureißen. Die Kreuzweiche. Na, das lasse ich jetzt so. Weil dann, sonst müsste ich die Kreuzweiche wieder neu machen. So, vierter Brückenpfeiler war das. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber ich will halt ein bisschen die Strecken auch optimieren. Und da glaube ich schon, dass das ganz geil ist. So, der vierte Brückenpfeiler wäre eigentlich dieser hier. Wir könnten. Was ist, wenn ich das so mache? Und dann von hier. Die Frage ist jetzt, meine Idee ist jetzt, dass ich einfach sage, okay, da, es wäre ganz genau da rausgekommen beim vierten Brückenpfeiler. 1, 2, 3, 4. Wenn ich das jetzt ein bisschen nach links verschiebe, dann verliere ich ja sozusagen da nachher nur mal so an die Kurve hinein. Ein bisschen Geschwindigkeit vielleicht. Aber. Nein, der ist auf der gleichen Höhe wie der. Shit. Das will ich nicht. Da müssen wir was optimieren. Wie können wir das optimieren? Kann ich das, wenn ich das zurückziehe? Macht, da kann man keine Brücke oder was? Also, jetzt haben wir da einen Tunnel aufgehört. Das ist sowieso ein bisschen ein Scheiß. Wir müssen zumindest so weit runterziehen, dass wir auf der richtigen Ebene sind. Ich bin mir nicht sicher,
Ob das jetzt unterhalb ist? Nein, es ist nicht unterhalb. Es kreuzt genau da, das ist scheiße. Da darf keine Kreuzung passieren. Jetzt müssen wir das überlegen, wie wir das am blödesten angehen. Kann ich ihm noch sagen, dass er da weiter runter soll? Schauen wir kurz einmal. Wenn der sagt, noch einmal runter. Jetzt wäre ich unterhalb. Das Problem ist jetzt, jetzt haben wir nachher durch die Mördersteigung hinein in die Stadt. Das wird sich nicht ausgehen. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Nein. Was ist, wenn wir den 1, 2, 3, 4, das wäre eigentlich da herüben. So, warte mal. Wir sind da bei der vierten. Ich weiß nicht, ob ich den 12 Millionen Tunnel jetzt bauen soll und dann einfach sagen, ja, okay, schauen wir es sich an. Aber wir werden das einfach machen. So, und jetzt würde ich gerne von da auf den Gleis hier. Das habe ich mir fast gedacht. Bist du deppert? Ah, der müsste da so extrem hoch, dass das nicht funktioniert. Weil das ja so tief unten ist. Scheiße. Na, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Jetzt haben wir das Problem natürlich, dass wir da jetzt den Tunnel haben, der eigentlich nichts bringt. Wir probieren mal, was ist, wenn ich den jetzt weiter abreiße. Stück Geld, dass er früher sozusagen ins Hochgehen anfängt. So, probieren wir es jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob das so eine Wahnsinnssteigerung so klug ist. Das würde jetzt gehen. Da würde er noch da so hinunter und dann würde er da reinfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich bin. Beziehungsweise wir müssen noch was schauen, ganz kurz. Den Quertunnel, ob wir da jetzt eh nicht kreuzen. Nein, wir sind jetzt, glaube ich, wir sind... Das ist noch eine Ansicht, die würde ich gerne eine Höhenverschiebung machen, dass ich sozusagen in die Erde hinein kann. Aber so wie es sich ausschaut, sind wir da unterhalb. Würde also funktionieren. Zwei Gebäude abreißen, das wäre eigentlich kein Problem. Schaut gut aus, ja, bauen wir. Noch einmal 7 Millionen, zwei Gebäude werden entfernt. So, und jetzt müssen wir schauen einmal, ob der die Linie Eisenbahn... Ja, die fahrt jetzt einmal so. Jetzt müssten wir es dazu bringen, dass alle so, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, dass der Zug hier, was hier in der Stadt drinnen ist, also jetzt haben wir nur das Problem, dass der Zug hier falsch ist. Ja, der Zug hat jetzt das Problem, dass der überhaupt nicht weiterkommt, weil er nicht wieder die Linie findet. Aber das kann ich ganz einfach lösen, ganz kurz, indem ich hier eine Querverbindung baue. Jetzt fahrt er hinauf. Schauen wir gleich den nächsten Zug noch an, ob da noch einer steht auf der Linie. Der fährt hinauf, das ist gut so. Der fährt auch hinauf. Da haben wir noch einen, der falsch ist. Halt falsch, keine Ahnung, ob das falsch jetzt ist oder nicht. Aber da bauen wir ihm auch seine Querverbindung kurz hinein. Zack, und sagen dem Zug, dass er rauffahren soll. Das ist auch gut so. Gut, und der fährt jetzt da runter. Das bedeutet, wir werden jetzt, wenn der eine aus dem Bahnhof draußen ist, was er jetzt ist, sobald wir da sozusagen irgendwo vorne sind, werde ich jetzt gleich einmal kurz noch einmal... Nein, ich habe heute... Ich sehe es gerade, ihr seht es Gott sei Dank nicht. Ich habe das Steam-Overlay nämlich an, weil ich es gestern für ein Spiel gebraucht habe. Oder vorgestern war das. Und im Stream. So, und jetzt werden wir das Ganze da optimieren, indem ich sage... Abriss, Abriss, Abriss. Abriss. So, da... Wir werden auch noch den Abriss hier machen. Ich will fast bis zur Weiche ganz vor. Und jetzt schauen wir da, dass wir den einmal so stückweise aneinander ketten. Weil wir wissen ja, dass es teilweise über die ganze Länge nicht machbar ist, das zu ziehen.
So. Schauen wir mal den ganzen Tunnel durch. Das werde ich gleich komplett machen. Und dann erst, wenn die Züge sozusagen oben alle drinnen sind und alle auf dem Weg hinunter sind, werde ich da abreißen. Genau das habe ich befürchtet, wenn ich das sozusagen wieder aus der Ganze. So, und jetzt gehen wir da hinaus und machen das Stück. Und jetzt machen wir bis da mal her irgendwo die Strecke. Gut, und jetzt, wenn nachher die Züge alle auf der anderen Linie sind, sozusagen hier weggefahren sind, von der alten Strecke normalerweise, sollte die ja noch... Na, der hat schon umgeschalten. Der hat schon umgeschalten, das bedeutet, wir müssen es gleich machen. Aber wir werden da einfach ganz beinhart schauen, dass wir den... Na, können wir nicht. Das taugt man nicht, weil da geht er irgendwie schon zu früh rüber. Jetzt ist die Frage, wie wir das natürlich lösen. Entweder ich reiße da kurz ab, lass ihn nachher noch einmal drauf fahren. Es ist am sinnvollsten so, eigentlich. Ich will das noch in dem Part fertig machen, auf jeden Fall. So, einfach da abreißen. Und ich fahre da schön drauf auf den ganzen Mist hier. Na, das will ich nicht. So, das ist die Weiche. So, jetzt müssen wir nur mehr ein Signal stellen noch. Machen wir einfach auf der rechten Seite. Gut. Und jetzt machen wir noch ganz einfach kurz da hinein. Kein Signal, sondern einfach die Linie. Und sagen ihm, er soll da drauf fahren. Das bedeutet, die Züge müssten eigentlich alle hinfahren. Und ob das Ganze funktioniert hat und ob wir sozusagen die Linie somit jetzt optimiert haben, war auf jeden Fall, wenn man die nicht mehr so eine Kurzstrecke, sondern einfach schön durchgehend durch den Berg. Ein bisschen kürzer ist es auf jeden Fall. Und ob das Ganze funktioniert, werden wir uns im nächsten Part anschauen. Wenn es hier wieder weitergeht bei Transport Fieber. Bis dann. Tschüss.